Ich habe den einen Ball bei mir und ich bin schon als Zweijähriger den Ball hinterhergerannt. So mit 14 habe ich gesagt, ich möchte Fußballprofi werden. Es hieß noch immer, also du musst Titel holen, Meisterschaft, Pokal oder zumindest international dabei sein. Jetzt schauen Sie sich das an. Und alles andere war nichts wert. Ich muss sagen, du lebst sehr gefährlich. Ich weiß das ja. Das kann man ins Auge geben. Das war für mich eigentlich immer wichtig, um die Spitze zu spielen, wo es bis zum Schluss um etwas geht. Sagen wir mal, bis Jahresende. Keine Wortspiele mehr mit dem Namen Koller. Die Arbeit ist auf dem Platz und das ist das Wichtigste. Köln kriegt den Koller. Wir haben schon bald den Koller. Jetzt kollert's. Bitte, ja? Bis Jahresende, dann kommt ja der neue. Es ist nicht immer so, dass alle mit dem Finger auf dich zeigen. Was bist denn du für einen? Was willst denn du hier? Der Fußball, wie ich den sehe, wie ich den lebe auch, dass das tagtägliche Betrieb ist, auch bei mir ja. Es ist klar, es ist natürlich angenehmer, wenn du erfolgreich bist, als wenn alle sich wünschen, dass du das Land wieder verlässt. Die Bestellung Marcel Kollers ist ein schweres Foul am österreichischen Fußball. Diese Emotion, diese Freude, dieses einfach das Rausschreien und das Mitnehmen, das ist das, was einem bleibt.